Liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Online-Tool ermöglicht es Ihnen, sich auf einfache Weise an Stadtplanungsprozessen zu beteiligen. Sehen Sie hier die Anleitung und bringen Sie Ihre Ideen mit ein. Auf der Website finden Sie die bereits vorhandenen Vorschläge. Sie sind in einer Liste geordnet und versehen mit einem Foto bzw. einem Symbolbild. Diese Vorschläge finden Sie auch auf der Vollbildkarte. Sie gelangen zu ihr per Klick auf die Karte im oberen Bereich. Die genaueren Informationen zu den Beiträgen erscheinen dann in der Leiste links. Für mehr Überblick können Sie in die Karte hinein- und herauszoomen. Je nach Auflösung werden die Symbolbilder dann in nummerierten Punkten zusammengefasst. Mit einem Klick auf das zum Beitrag gehörende Herz können Sie anderen Website-Gästen zeigen, dass Ihnen dieses Thema wortwörtlich am Herzen liegt. Diesen Like-Vorgang können Sie auch in der Listenübersicht ausführen. Möchten Sie genauer auf einen Beitrag eingehen, klicken Sie auf das jeweilige Beitragskärtchen. So gelangen Sie zur Detailansicht, wo Sie einen Kommentar verfassen können. In der Detailansicht können Sie Beiträge außerdem per E-Mail, Facebook oder Twitter teilen oder Beiträge melden, die Ihrer Meinung nach unangemessen sind. Bisher haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie auf bereits vorhandene Beiträge reagieren können. Viel wichtiger ist es aber, dass Sie Ihre eigenen Ideen einbringen. Klicken Sie einfach auf die Beitragskärtchen und wählen Sie die dazugehörige Kategorie. In unserem Beispiel geht es um Wohnformen. Da sich dieser Beitrag auf einen bestimmten Ort bezieht, kann er auf der Karte markiert oder per Adresseingabe eingetragen werden. Geben Sie Ihrem Beitrag einen Titel und beschreiben Sie Ihre Idee. Um Ihren Beitrag zu veranschaulichen, können Sie ein Bild hochladen. Es kann entweder aus der Website-Galerie stammen oder ein eigenes von Ihrer Festplatte sein. Die Formatierung auf die passende Größe geht ganz einfach. Um alle Ihre Ideen und Bewertungen sinnvoll nutzen zu können, benötigen wir ein paar Informationen von Ihnen. Diese Angaben werden vertraulich behandelt. Auf der Website erscheint lediglich Ihr Pseudonym. Um Ihre Idee zu veröffentlichen, stimmen Sie den AGBs zu, die Sie durch einen Klick auf den Link einsehen können. Damit ist der Beitrag bereit zur Veröffentlichung. Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie der Veröffentlichung Ihres Beitrags zustimmen können. So einfach kann Bürgerbeteiligung sein. Und jetzt sind Sie gefragt.